Hi und willkommen zu einem weiteren neuen Projekt. Ja, ihr solltet euch mal dran gewöhnen, dass es ab sofort ein paar mehr Spiele bei mir zu sehen gibt. Und heute ist es Spore. Ja, ich weiß nicht genau, wie lange ich es spielen werde. Es wird jetzt nicht unbedingt bei jedem Projekt, was ich starten werde, sowas Endloses sein wie bei Sims, sondern vielleicht werden es dann auch nur so ein paar Folgen, vielleicht einstellig, vielleicht zweistellig. Je nachdem, wie lang es mir Spaß macht, wie lange es noch interessant ist und wie lange auch ihr es noch sehen wollt. Aber ja, die ersten paar Folgen werden mir dieses Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen genauer untersuchen. Ja, Spore ist ein Spiel, wo man sozusagen von ganz von Anfang an mit der ersten Zelle so ein bisschen sein Wesen, also sein Lebewesen aufbaut und es dann bis ins Weltall führt, sozusagen. Weiß nicht, ob ihr es schon kennt oder nicht. Und wenn nicht, dann lasst euch von mir in die Welt von Spore führen. Es ist ein sehr eigensinniges Spiel. Aber wie die meisten Spiele, die ich habe, abgesehen von Sims, gab es das mal ziemlich günstig und deswegen habe ich es mir gegönnt. So mache ich das ehrlich gesagt mit den meisten Spielen, die ich habe. Ich habe so ein bisschen Interesse für ein Spiel und wenn es das gerade mal im Angebot gibt, dann hole ich es mir auch. Und jetzt spiele ich es auch mal. So, und zum Spielen suchen wir uns hier mal irgendeinen Stern aus. Ich finde hier der rote sieht ganz interessant aus. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Einfluss drauf hat, wie das Spiel ist, ob der hier jetzt rot oder blau ist. Und wir müssen mit der Zellenphase anfangen. Beginne ganz am Anfang. Entwickle deine eigene Schöpfung von ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Genau, das habe ich gemeint. Das ist hier mal noch ein bisschen poetischer gemacht. Und da werden wir mal anfangen. Und ich habe bisher so in irgendwelchen Let's Plays, die ich gesehen habe, denn wodurch kriege ich sonst Spiele mit, habe ich bisher immer nur Fleischfresser oder Allesfresser gesehen. Und ich möchte gerne mal einen Pflanzenfresser probieren. Ich bin auch selbst Vegetarier und vielleicht kann man ja als ganze Spezies, als Pflanzenfresser, gut überleben. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Schwierigkeitsgrade. Ich würde mal sagen, normal. Wir wollen ja jetzt nicht ganz so ängstlich sein. Und wie nennen wir denn unseren Planeten? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist auch ein großes Benennungsspiel hier. Also jegliche Sachen kann man hier benennen. Könnt ihr mir auch gern Vorschläge geben für die Kreatur, für die Welt. Ich weiß nicht, ob man die später noch ändern kann. Was gibt's denn hier für Vorschläge? Ade, Gra. Ja. Sowas wie Saturn oder Mars hätte ich gern. Ich nenne es mal. Ja, wenn ich nachdenke, bin ich nicht ganz so gesprächig. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen. Ich nenne ihn Rotball, weil es ist ein roter Ball. So. Dann fangen wir mal damit an. Keine Ahnung, muss ja nicht unbedingt den schönsten Namen haben. Es geht ja eher ums Spiel. So, mal schauen, was jetzt passiert. Das sieht wie eine Sonne aus. Finde ich. Und dann kommt ein Komet auf unseren wunderschönen rot-braunen Planet zu. So lösen sich Teile von ihm ab. Und er stirbt einfach ohne irgendwelche Rücksicht auf unseren Planeten zu. Wird ganz, ganz klein, mini klein. Und stürzt ins Wasser. Das ist schon ein schönes rotes Wasser. Oh, haben wir rotes Wasser? Das ist ja cool. Ich glaube, das wäre ich noch nicht. Sieht ja blau aus, aber. Okay, da sind wir. Oh, wir sind mit dem Komet gereist. Ach, wie süß. Toll. Wir haben also ein Taxi genommen. Sehr schön. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Es kommen natürlich ein paar Tutorials. Fortschrittsanzeige, wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Super, dann gehen wir mal hier zu dem grünen Zeugs hin.
Und auch hier steuert man, indem man klickt. Zum Beispiel hier dieses Grünzeug anklickt. Ich hoffe, ich werde hier von niemandem gefressen. Ich weiß nicht, wie genau man hier klicken muss, damit er das auch wirklich frisst. Anscheinend ziemlich genau. Oh, und schon sind wir gewachsen. Sehr schön. Oh, ich glaube, der ist uns nicht so gut besonnen. Oh je, hauen wir mal lieber ab. Was war das? Habt ihr das gesehen? Andere Zellen und Meteoritensplitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Jedes Teil hat besondere Fähigkeiten, die deine Zelle. Ja, okay, geh nur weg. Das neue Teil erscheint, schwimmen wir dem Token, um das einzusammeln. Okay, dann schwimmen wir da mal drüber. Juhu. Kein Angreifen und Zerstören. Natürlich schade ist, dass man hier nicht einfach friedlich sein kann. Und sich weiterzuentwickeln muss man halt. Muss man halt gemein sein. Und wir rufen jetzt erstmal einen Partner, werden uns ein bisschen paaren, um dann der nächsten Generation ein bisschen was Neues zu bringen. Schwimmen wir hier mal unserem Weibchen entgegen. Weil Weibchen sind meistens größer. Zumindest in niedriger entwickelten Spezies. In den Säugetieren, bei den Säugetieren sind sie oftmals größer. Kleiner. Du kannst den Modus in jedem Design mit einem Klick auf die Modus-Buttons ändern. Bla bla, ja, malen. Okay. Gut, mal schauen. Was machen wir denn? Wir haben hier 13 von diesen Punkten. Sodass wir auch nicht unendlich Sachen nutzen können. Wofür ist das da? Ah, das ist für Pflanzenfresser. Okay, das brauchen wir also. Wofür ist das da? Das ist für Tempo. Können wir das auch irgendwie drehen? Oder so drehe ich das. Und wie können wir das drehen? Vielleicht wollen wir auch nur eins. So, das brauchen wir nicht mehr. Zwei Augen würde ich sagen, reichen. Ah, mit dem Mausrad ändere ich die Größe. Ja, die Palette mache ich dann. Hat irgendwie was von der Maus. Aktuell, finde ich. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie eine Maus. Ich weiß auch nicht wieso. Wie kann ich das denn länger ziehen? Kann ich das? Weiß ich gerade gar nicht. Grünen Augen sehen ganz gut aus. Und dann nehmen wir hier noch irgendwo einen Stachel hin. Hier so an die Seite. Womit. Ah ja, so kann ich die kleiner machen, stimmt. Mit irgendwas kann ich mir auch noch die ganzen. Huch, das war's nicht. Mit irgendwas kann ich mir auch noch alle möglichen Linien anzeigen lassen. Weil ich das gerade gern hätte. Aber. Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Da muss ich dann irgendwie nochmal gucken. Und hier können wir halt auch die Spezies benennen. Aber vielleicht habt ihr da irgendwelche Ideen. Mal schauen, was wir die hier anmalen können. Irgendwas Hübsches. Das auf jeden Fall alles nicht. Das vielleicht? Nee, das sieht irgendwie. Das sieht alles aus wie Bakterien. Ich meine, okay, wir sind jetzt auch nicht unbedingt irgendwas. Weiß nicht, irgendwas Menschliches. Wir sind ja auch nur in Einzelle. Aber so ein bisschen. Ah, wir machen es auf jeden Fall mal grau. Ich bin jetzt auf dem Trip, wir machen eine Maus. Weil warum nicht? Eine Maus erobert die Welt. Kann ja sein. Oh, ja, ich finde das ganz gut. Das nehmen wir mal. Ich hoffe, oh, jetzt müssen wir sie wirklich doch benennen. Dann nennen wir sie. Nennen wir sie Nassmaus. Weil sie ist noch nass. Weil sie noch im Wasser lebt. Und normale Mäuse leben nicht im Wasser. So.
Und dann sind wir da. Und so sieht jetzt unsere Kreatur aus. Und ich finde sie total süß. Oh. Nimm mal lieber weg von diesen Viechern. Die tun uns nämlich weh. Und das. Ey, hör auf, ich wollte nur zu meinem grünen Zeug. Hier, da, ich will zu dem grünen Zeug. Ist bloß in Ruhe. Wenn wir sterben, passiert uns übrigens nichts. Dann kommen wir einfach nochmal neu. Deswegen ist das kein Spiel, in dem man drauf aufpassen muss, nicht zu sterben. Also es ist schon ganz sinnvoll, weil sonst ist das ein bisschen nervig jedes Mal. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Jedes Mal wiederkommen zu müssen. Aber an sich ist das eigentlich egal. Wir können ja, ich finde hier auch irgendwie nichts Neues. So. Aber ich weiß auch nicht. Ich kann auch die anderen nicht einfach angreifen. Oh je, ich glaube, der will uns umbringen. Ich glaube, der will uns umbringen. Sei doch mal ein bisschen schneller, mein Junge. Die kleine Maus. Können wir den irgendwie wehtun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der frisst uns gleich. Ich glaube, der frisst uns. Ja, und da waren wir tot. Ist aber auch ein bisschen blöd, dem zu entkommen. Ah, dann sind wir wieder neu. So, mal schauen, ob wir hier irgendwen attackieren können. Hier, attackier mal den. Attackier doch mal irgendwas. Wir brauchen noch Teile. Können wir den nicht attackieren oder so? Ja, wir haben den schon mal so halb. Hier, attackier den noch mal irgendwie. Können wir das nicht irgendwie? Ja, so. Jetzt haben wir den und uns zerstört. Toll. Aha, ich bin kein Mensch, um andere zu zerstören. Das klappt bei mir irgendwie nicht ganz so. Das kriege ich nicht so hin. Hier, den können wir doch. Den kriegen wir doch. Komm. Stoß den an. Stoß den nicht nach hinten. So. Irgendwie so vorbei. Das ist voll doof, wenn man das so an der Seite hat. Ja, so. Dann vielleicht nochmal. So. Ja, sehr gut. Na, ich dachte, wir kriegen ja irgendwelche Teile von dem. Na gut, dann kriegen wir keine. Ich glaube, wir müssen uns nach irgendwelchen nach Viechern umschauen, die irgendwas Neues haben, was wir noch nicht haben. Glaube ich. Und das hatte der ja nicht. Deswegen schauen wir hier nochmal. So, jetzt sind wir auch gleich ein bisschen größer. Hey! Oh, der hat was Neues. Den könnten wir vielleicht angreifen. Weil der hat hier so einen Torpedoantrieb ganz unten. Hey, jetzt rennt der weg. Ist natürlich auch ein bisschen kleiner als der. Ja, sehr gut. Schon haben wir ein neues Teil. Jetzt haben wir einen Torpedoantrieb. Wofür auch immer wir den brauchen. Ja, erstmal weiter ein bisschen nach Futter suchen. Irgendwas Grünes. Ah, das frisst ja uns gerade weg. Ist schon ein bisschen schwerer als Pflanzenfresser, finde ich. Weil als Fleischfresser kann man auch einfach andere umbringen, aber als Pflanzenfresser. Oh, da ist ein großes Gebiet. Hier können wir uns richtig weiterentwickeln. Hier, Futter, Futter, futtern, futtern, futtern. Ganz viel futtern. Einfach mal hier ganz durchfressen durch dieses Algengebiet, würde ich es mal nennen. Okay, schwimm hier raus. Hier ist halt nur blöderweise ein Fleischfresser. Ja. Oh, wir sehen so richtig aus wie eine Maus, finde ich. Ich finde, das sieht voll wie eine Maus aus. Ich finde. Ey! Ich bin da voll begeistert von. Ich finde, ich hab bei Spore auch den Anspruch, dass man dann irgendwie doch ein bisschen realistisch oder wie irgendwas aussieht. Ich will den Zellendesigner aber nicht nochmal verwenden. Ich habe den auch gerade erst verwendet und ich will nicht dieses Torpedo-Ding. Ich weiß nicht, Torpedo sieht irgendwie falsch aus für eine Maus. Da finde ich so einen Schwanz doch noch besser. Weil Mäuse haben ja auch einen Schwanz. Das ist doch noch irgendwie noch logischer. Hier, den müssen wir besiegen. Oh, jetzt ist der abgehauen. Weil wir können auch Flügel haben. Eine Maus mit Flügeln, das wäre doch der Wahnsinn, oder? Hier, den müssen wir angreifen. Den müssen wir angreifen. Ja, und der hat da irgendwelches Giftzeug.
Wow, was ist das? Schnell weg hier, schnell weg hier. Wir nehmen aber dieses Teil mit. Ha, yay, jetzt können wir unseren Partner rufen. Weil jetzt haben wir jetzt haben wir so Flügel. Flügel sind cool. Weil nämlich der andere so, also dieser Riesige hat nämlich so einen getötet und deswegen haben wir jetzt solche Flügel. Die sind echt cool. So, dann schauen wir mal, ob wir uns als Mäuse weiterentwickeln können. Ja, jetzt haben wir einmal so ein Torpedo und einmal so Flügel. Schnelle Drehung. Okay, dann die Teile brauchen wir immer noch. Kann man die irgendwie anders? Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. So, weil wir brauchen nämlich dieses Teil, brauchen wir nämlich irgendwie vorne, damit wir damit auch angreifen können. Sind wir eine Maus mit Flügeln oder mit Flossen? Und irgendwie konnte man das auch drehen. Ich weiß das, dass man das konnte. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie das geht. Oder vielleicht kann man das hier auch noch gar nicht. Und der Torpedo wäre natürlich schneller. Deswegen sollten wir eigentlich den haben. Aber ich hätte so gerne den Schwanz weiterhin, weil der ergibt doch mehr Sinn bei so einer Maus. Ich weiß nicht. Für wie viel könnten wir den verkaufen? 15. Ja, da hätten wir sowieso. Na gut, wir hätten das Geld dafür, aber ich. Wir hätten eine langsame Maus. Ist doch egal, aber ich finde, ein Schwanz passt halt einfach besser zu ihr. Und deswegen lassen wir sie so. Ist egal, mir ist die Optik irgendwie manchmal wichtiger, statt einfach immer nur das Beste zu nehmen. So, und jetzt sind wir eine kleine süße Maus mit Flügeln und einem Stachel. So, sozusagen, als hätte sich die Maus von einem Einzeller zum Säugetier entwickelt. Obwohl das natürlich ganz anders war, aber das ist ja vollkommen egal. Das ist viel cooler. Oh, weg da, weg da von dem Vieh. Oh, ist da gerade ein anderer von uns rumgeschwommen? Ja, da ist ein anderer von uns. Hey, na, wie geht's? Läuft's bei dir gut? Ich hoffe doch. Hier irgendwas Grünes. Da ist was Grünes. Ah, hier ist was Großes. Ah! Ich wollte eigentlich nicht zu dem großen Monster, sondern zu dem. Zu dem. Nein, nein! Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nein. Hau ab. Wow. Wow, was? Nein. Und dann hier ist noch. Oh. Das ist teilweise echt frustrierend. Man kommt nicht schneller weg. Ich glaube, ich brauche die Düse irgendwann mal. Aber. Nein. Ich will eigentlich keine Düse. Ich brauche die gar nicht. Na, schon wieder so ein Vieh. Schon wieder so eins. Na, die sind hier überall. Oh je. Und jetzt will mich auch noch der kleine Orange angreifen. Das ist echt keine freundliche Umgebung, muss ich sagen. Und was ist das hier unten? Macht mir das Schaden? Oh, cool. Was ist das? Giftspucken. Oh, cool. Super, das lag einfach so um nichts. Okay, ich dachte, ich müsste da jemanden für töten, aber wenn das einfach so um nichts liegt, ist das natürlich klasse. So, fress hier mal ein bisschen was, das ist wichtig. Oh, da ist wieder so ein Vieh. Die sind auch an jeder Ecke. So, okay, danke. Das wieder was Grünes zu fressen, weil wir müssen größer werden, vor allem. Ey, hör auf, mich zu schlagen. Wie die immer so unfreundlich sind. Man kann doch auch mal nett zueinander sein. Man muss doch nicht immer so fies sein. Jetzt bin ich nämlich fies zurück. Hier. Da. Musst du sterben. Bring dich gleich um, wenn du so weitermachst. Da. Und, was hat er das jetzt gebracht? Nix, siehste? Muss ja lieb zu mir sein. Zu Mäusen ist man lieb. Ja, ich würde aber sagen, dass ich die heutige Folge aber auch mal beende. Mal schauen, wann es die nächste davon gibt. Müsste so, wenn es regelmäßig läuft, in 4 Tagen sein.
Wenn es unregelmäßig läuft und da waren wir wieder tot, dann ein bisschen früher oder später, das werden wir sehen. Könnt ihr irgendwo auf Pause schalten? Ah, hier. Sehr gut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder, wenn ihr weiter Bock habt, wann auch immer die sein wird. Ihr werdet es jetzt sehen, wenn sie hochgeladen ist. Und ja, wenn ihr irgendeine coole Idee für den Namen von diesem Vieh habt, ich glaube, die kann man stetig ändern, den Namen, dann schreibt das in die Kommentare oder auch jegliches anderes. Ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Und bis dann noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss.